Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Wolfgang Klafki die Institution, in der Lernende und Lehrende miteinander agieren, beschreibt. Aus Klafkis Bestimmung Bildung für alle folgert er, dass das Bildungswesen wie folgt organisiert werden muss. Erstens sollen selektive Faktoren abgebaut werden und zweitens soll die 10-jährige Schulpflicht verwirklicht werden. Als drittes folgert Klafki, dass gemeinsame Bildungseinrichtungen ausgedehnt werden sollen, wie zum Beispiel die 6-jährige Grundschule oder die integrierte Gesamtschule. Viertens soll die Integration allgemeinbildender und berufsbildender Schulfirmen in der Sekundarstufe 2 eingeführt werden. Als letztes soll der Ausbau der Erwachsenenbildung vollzogen werden. Im Mittelpunkt steht für Wolfgang Klafki dabei die demokratische Schule. Damit ist keine bestimmte Organisationsform einer Schule gemeint, in der zum Beispiel die Macht von den Mitgliedern der Schule ausgeht und alle gleichberechtigt wählen können, sondern damit wird ein Zielkatalog bezeichnet, über den allerdings keine Abstimmung vorgesehen ist. Zu diesen Zielen gehört Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit, eigene Interessen zu formulieren, einzubringen und zu verfolgen, und Ähnliches. Dabei widersprechen sich diese demokratischen Forderungen und die nicht demokratische Verfasstheit von Schule. Diesen Widerspruch diskutiert Klafki jedoch nicht. Darüber hinaus formuliert er eine Vielzahl von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Schule. Ein Beispiel dafür ist, dass die Binnengliederung der Schule von der Organisationsform der Klasse zum Team-Kleingruppenmodell entwickelt werden soll. Aus Wolfgang Klafkis Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Schule geht hervor, dass er ein vehementer Verfechter der Gesamtschule ist. Er zeigt, dass eine Gesamtschule den einzelnen Schülerinnen und Schülern wesentlich besser gerecht werden kann als ein dreigliedriges Schulsystem. Klafki begreift die Institution der Bildung bzw. allgemeinen Bildung als demokratische Schule. Dabei entwickelt er einen Zielkatalog mit verschiedenen Aspekten, die in der demokratischen Schule vorhanden sein sollen bzw. gelehrt werden sollen. Mit der Beschreibung der Institution Schule geht hervor, dass Klafki ein vehementer Verfechter der Gesamtschule ist. Zusammenfassend beschreibt Klafki die Institution Schule als einen demokratischen Ort. Jedoch bestimmt er mit dem Zielkatalog die Inhalte, über die weder diskutiert noch demokratisch abgestimmt wird.